So, jetzt müssen wir ihn verfolgen. Easy call, better back it off. Okay, das mache ich. Jetzt darf ich ein bisschen aufs Gas haben. Okay, mit X können wir die Kamera auf ihn richten. Hey, halt's mal. So, dann jetzt eine heimliche Verfolgungsjagd. Also eine Jagd, die eigentlich gar keine Jagd ist. So, wir beschatten ihn jetzt hier ganz klammheimlich und hoffen, dass er uns jetzt zu ihm führt. Aber es wäre so selten dämlich, dass er jetzt da direkt hinfährt. Ach, komm. So. Sind wir leicht lidiert? Was soll's? Too close, Phelps. Way too close. Okay. Dann fängt das Auto auf der Karte an, also zu blinken, wenn wir zu dicht sind. Aber wir dürfen ihn auch nicht aus den Augen verlieren jetzt. Deswegen fahren wir mal ganz sachte. Und hoffentlich fährt jetzt nicht wieder durch die halbe Stadt letztendlich. Aber ich glaube nicht, dass er ihn getötet hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, er wollte sich wirklich absetzen. Aber welchen Grund hätte er dazu gehabt? Bisher haben wir ja noch überhaupt keine Beweise dazu. Ja, jetzt aber mal schnell. Where are you taking us, Mr. Morgan? Das frage ich mich, wie gesagt, auch. Aha, da hat er da angehalten. Aber doch nicht in seinem eigenen Apartment versteckt, oder? Das wäre ja mal richtig dumm. Hier ein Haufen Achievements. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. Won't work on me. So? Achso, vielleicht sollte ich nochmal kurz einen Blick auf den Briefkasten werfen. Nummer 2 mal wieder. Apartment 2. Jupp. Hast du gut erkannt. Alright. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. So, hier nach links. Aber ich glaube nicht, dass der den hier versteckt. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Na, mal gucken. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black, LAPD, give yourself up now. I knew it. Phelps, go after him. I'll try and hit him off in the car. Remember, a gun is the last resort. So, ja, also, das habe ich mir doch glatt gedacht, dass der den nicht umgebracht hat, sondern dass er ihn nur versteckt hat, damit er sich eben nach Seattle absetzen kann. Aber ich verstehe das Verbrechen daran noch nicht so richtig. Naja, ist wahrscheinlich so eine Sache. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Tja, also so wissen wir, wie wir schon mal nicht Schluss machen sollten. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Ja, erstmal schön Lob vom Chef. Auch eine feine Sache.
So, 9 von 12 Fragen richtig und 10 von 14 gefundenen Hinweisen. Oh. Fahrzeugschein. Frank Morgan hätte bei einer härteren Befragung mehr über Adrian Black ausgesagt. Okay. Das ist schon mal interessant zu wissen. Und wir haben relativ viel Fahrzeugschaden angerichtet, aber na gut. Ist eben so. Wir sind ja nur auch keine Spitzenprofis hier. Der Wagen des Konsuls. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Oh, heute ist auch schlecht drauf. Better go earn our pathetic wages. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. Oh, mit Autoschieber würde ich mich auch gerne beschäftigen, also lieber als das hier. Ja. Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. So, rein mit dir und los geht's. Dann wollen wir da mal hincruisen. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Was? Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Okay, dass ihn seine Frau wieder zurückgenommen hat, na sowas. Naja, selber schuld. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. Okay, wieder mein verlassenes Auto mit nur 3 Rädern oder vielleicht doch nur 2. We got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Okay, dann werfen wir mal hier einen Blick drauf. Da hinten sitzt der andere Mann. So, ein Rad fehlt also. We'll have to use the registration to trace the owner. Und das Nummernschild fehlt halt eben auch. Genauso wie eine Flagge da oben. Die Scheibe ist eingeschlagen. Eine Fahrzeugregistrierung. Und für den Gebrauch und Einsatz laut Vorgaben in der Straßenverkehrsordnung. Gültig bis zum 31. März. Registrierungsnummer und Kennzeichen. Ah, da steht das Kennzeichen. Argentinisches Generalkonsulat. Okay. It's owned by the Argentinian Embassy. Genau, also zum einen das und zum anderen haben wir das Nummernschild eben auch. Gucken wir eben hier in den Kofferraum. Empty. Ja, fast, ne? Selbst das Ersatzrad fehlt. Und das Rad fehlt übrigens auch. Stealing the wheels is for amateurs. A car ring would have stripped it in a warehouse. Ja, das stimmt. Okay, können wir uns hier nochmal umgucken, wenn wir da reingehen? Nee. Was liegt hier? Was ist das? No good to me. Ein Becher? Okay, scheint nicht relevant zu sein. Und hier? Damit könnte die Scheibe doch eingeschmissen worden sein, oder? Okay, können wir nicht viel mit anfangen, wie es scheint.
hier noch irgendwas drin? Ups. Machen wir erstmal kurz die Kiste kaputt. Da ist noch eine Dame, die da gemütlich die Treppe fegt. Mal gucken, ob die uns vielleicht auch was sagen kann. I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Na, er scheint nicht sehr gesprächig zu sein. Gut, da drüben blitzt und blinkt noch irgendwas. Aha. So, Eigentum. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Genau, da steht auch ein Name drauf. Das ist natürlich auch selten dämlich, sowas denn hier abzulegen. Haben wir hier noch irgendwas? Don't think this is any use to us. Okay, dann nicht. Was ist das da? Ein Polizeitelefon. Aber was wollen wir da melden? Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? Weiß ich auch nicht. Could you run the name Dewey Brothers? Ah, okay. Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks. Aha. Also haben wir da auch wieder was rausgefunden und wissen jetzt schon mal, wo wir weiter anschließen können. Aber jetzt reden wir doch mal mit dem guten alten Mann, der wohl nicht so nett ist. Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Okay, was hast du noch dazu zu sagen? Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw three goddamn Mexicans going to work on it. Okay, das glaube ich ihm. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Okay, verdächtige Latinos. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared him off? No, I didn't go anywhere near that car. Okay, das glaube ich ihm irgendwie nicht. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't a law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Das nicht, nein, aber es ist trotzdem interessant. Mögliches Fahrzeug des Verdächtigen. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Okay, das glaube ich ihm. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Okay. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Ja, das stimmt prinzipiell. Did you see them take anything else? Nope, I don't think so. Ja, das war nicht richtig. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. How about we bring you an umpire's mask? Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. You curious what he didn't want us to see?
Okay, ein Terminplaner. Gucken. Das sieht so nach dem Terminplaner von dem Auto aus. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Süße Stimme, gutmütig. Okay. Mag Bonbons mit Kirschgeschmack. Yay! Enges gleiche Züge, olivfarbene Haut. Blonde Locken. Aha. Achso, ich hätte mir das noch weiter angucken können, oder was? Moment, ich guck nochmal kurz. Schnaps dir T-Shirt! Okay, ja, aufmachen. Also ich glaube, mehr kann ich hier auch nicht machen, oder? Jetzt geht das nicht alles schon wieder durch. Ah! Nee. Versucht das gerade mal wieder zu skippen, aber irgendwie... Ja, er geht doch alles nochmal durch. Nee. Ein bisschen doof. La 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 la, sieh zu. Woher weißt du denn jetzt, dass das da irgendwelche wichtigen Personen sind? Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Jetzt geht er da wieder durch. So, das war's jetzt. Gut, dann gehen wir doch mal kurz telefonieren. Und schicken mal kurz die Namen da durch die Datenbank. Und dann mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Hallo. Würde gerne telefonieren.